Du bist Befürworter, Liebhaber oder sogar Eigentümer einer Immobilie aus den 60er Jahren oder älter mit Holztreppe? Dann kennst du folgende Probleme. Alles knarzt, alles schiebst, alles ist nicht mehr so richtig in der Reihe. Ha, dann habe ich hier was für dich. Nach dem Intro geht's los. Das ist ein YouTube-Intro. Bevor wir jetzt anfangen, hier wie wild irgendwo irgendwelche Schrauben, Keile oder Silikone reinzustopfen, da sehe ich nämlich leider Gottes viel zu oft, müssen wir uns erstmal Gedanken machen, warum schiebst die und wie ist so eine Treppe hier überhaupt aufgebaut? Hier, das ist meiner Meinung nach so eine ganz klassische Bauweise bzw. Situation, die wir oft in solchen Immobilien vorfinden. Wir haben hier eine beidseitig eingestemmte Treppe mit einem Krümmling in der Mitte. Krümmling ist hier der Kollege, in dem der Handlauf durchläuft, der aber zugleich auch die Wange bildet. Wir haben umlaufend hier die Wandwangen und wir haben natürlich im Inneren der Treppe, also im Treppenauge, auch die Freiwange in Verbindung mit dem Krümmling, die dann hier oben weiterläuft. Jetzt habe ich eben gesagt, beidseitig eingestemmt. Heißt, wir haben beidseitig in den Wangen solche Taschen, in denen die Stufen und auch die Stoßtritte eingestemmt sind. Das gucken wir uns mal von unten an. Hier siehst du zum Beispiel ganz klar im Krümmling die eingestemmten Stufen und auch Stoßtritte. Hier ist wie gesagt immer diese Tasche, wo die Stufen reingesteckt wurden. Das Ganze wurde damals folgendermaßen montiert. Man hat erst die Wandwangen aufgelegt auf solche Trageeisen hier, solche Tragebolzen. Die wurden in die Wand eingetrieben. Dann hatte man die Außenwange schon montiert. Dann wurden die Stufen eingesteckt, eingehämmert. Das Ganze natürlich alles ohne Kleber oder ohne andere Sachen. Wenn man einen pfiffigen Treppenmonteur hat, dann packt er da so ein bisschen Wachs rein. Kann man heute auch immer noch machen, damit das weniger knarzt. Ja, und dann kam die Freiwange dran in Verbindung mit dem Krümmling. Alles wurde zusammengekloppt und alles wurde miteinander verspannt. Wie zum Beispiel hier oder hier. Damit wurde das ganze Konstrukt dann im Nachhinein richtig fest zusammengespannt. Diese Treppe ist jetzt 70 Jahre alt. Da sind jetzt 70 Jahre lang irgendwelche dicken Kadaver hochmarschiert. Und was passiert natürlich? Wir haben Temperaturschwankungen, wir haben Feuchtigkeitsschwankungen. Hier oben wird geheizt, unten wird nicht geheizt. Heißt im Großen und Ganzen, so eine ganze Treppe arbeitet. Wie alles, was aus Holz ist. Währenddessen ich jetzt Werkzeug holen gehe und die Baustelle einrichte, gibst du dem ganzen Video schon mal einen Daumen nach oben und lässt ein Abo da. Und die Glocke, würde ich vorschlagen, klickst du einfach auch mal an. Das kostet dich kein Geld, ich bring's einen Tick weiter und vor allen Dingen verpasst du in keinster Weise mehr ein Video. Wir haben alle unsere Bestandteile jetzt hier reingeschafft. Und zwar Werkzeugkiste mit ein bisschen Grundwerkzeug, Akkuschrauber, Unterlegseimerkiste, Wasserwaage und ganz, ganz wichtig für unser Vorhaben, Baustützen, und zwar solche Trockenbaustützen, und ich verwende da immer die mit Verriegelung, denn es gibt ja auch die zum Klemmen, indem du die zwei Rohre ineinander klemmst, quasi wie ein Teleskopstab beim Anstreichen oder sowas. Das Problem ist, wenn die Last bekommen, kann es schon mal sein, dass die zusammenrutschen, und da bin ich einfach original gar kein Fan von. Deswegen lieber die mit der Sicherung, die kannst du seitlich reinschieben und kannst die ganze Stütze verriegeln, somit kann die nie nach unten abrauschen. Also wirklich, kann ich euch nur ans Herz legen. Ich weiß, die kosten 2-3 Euro mehr, aber ihr fahrt damit wirklich eine ganze Nummer sicherer. Mit der Wasserwaage prüfen wir jetzt, ob die Treppe eventuell abgesackt ist. Denn hier vorne auf dem Krümmling zum Beispiel, beziehungsweise an der Freiwange, zieht ja die Schwerkraft ungemein. Und somit kann es halt sein, dass die Stufen nicht mehr in der Waage stehen, sondern in diese Richtung abgekippt sind. Und falls das der Fall sein sollte, passen die natürlich nicht mehr in der Freiwange bzw. im Krümmling richtig in die Ausfräsung. Und das kann auch schon mal für ein Knarzen oder ein Geräusch sorgen. Ja, und hier bei der zweiten Stufe sieht man schon, dass die 5 mm abgesackt ist. Hier sind wir schon bei knapp 6, 7 mm. Ja, und das wird natürlich hier oben hin immer schlimmer. Und jetzt kommen unsere Baustützen zum Einsatz. Denn mein Plan ist es jetzt, mit den Baustützen die Treppe nach oben zu schieben und dann den Krümmling unten zu unterbauen. So ist die Idee, weil dann kann ja nichts mehr abrutschen. Wir werden sehen, ob diese Mission gelingen wird. Wenn du jetzt drehst, musst du natürlich vorsichtig sein. Das Ganze darfst du nicht mit einer Brechstange zum Beispiel machen. Irgendwie Klötze drunter packen und hebeln wie so ein Ochse mit 2-3 Mann und hier vorne noch einen Elefanten dran gehangen. Das ist zu viel Gewalt für so eine alte Treppe. Hier jetzt Stück für Stück das Ganze nach oben heben. Du wirst hören, bei jeder Umdrehung, die du mit der Stütze jetzt machst, dass die Treppe anfängt, sich ein bisschen anzuheben. Also
die macht ja jetzt eine Rückwärtsbewegung quasi. Die hat sich ja jetzt über die letzten 70 Jahre in die Richtung geneigt. Wir heben da wieder anständig an jetzt in diese Richtung. Und dem Ganzen musst du ein bisschen Zeit geben. Du musst da keine Tage jetzt immer wieder einen Millimeter nach oben schieben. Das ist nicht der Fall. Aber ich will damit sagen, dass du da nicht wie so ein Ochse irgendwie das Ding nach oben schubst, ja? Okay, hier passiert schon richtig was. Und weil es sich in der Regel schlecht auf einem Bein steht, schieben wir noch eine zweite drunter. Jetzt gilt es natürlich, das Ganze schön gleichmäßig parallel anzuheben. Und zwischendrin gucken wir drin immer wieder nach der Wasserpackung. Okay, die Hälfte haben wir schon. Was du auch immer machen kannst, ist mit einem Hammer vorsichtig den Krümmling oder die Wange ein bisschen wecken, so nennt man das. Weil du hast ja aufgrund dieser jahrelangen Benutzung in den Fugen, in den Ritzen, in den Ausfräsungen und, hat sich ja unfassbar viel Kram gesammelt. Also sprich Staub, Putzwasser, Farbe eventuell, Lacke. Das hat alles miteinander sich so ein bisschen verbacken. Und wenn wir jetzt hier Druck drauf gegeben haben über die Stützen, dann haben wir eine gewisse Spannung erzeugt und hier mit dem Hammer wecken wir die Ausfräsungen so ein bisschen, die Einstimmung, die Sacklöcher, in denen die Stufe eingestemmt ist. Und siehe da, wir haben unsere Treppe angehoben. Jetzt könnte man ja sagen, boah geil, lass einfach die Baustützen da drunter stehen, das ist ja perfekt. Aber ich kaufe nicht für jede Baustelle eine neue Baustützen. Deswegen schneiden wir uns hier für unten drunter jetzt ein schickes Kantholz. Das sollte ich irgendwo draußen in meinem Fundus noch haben. Und klemmen das unten drunter. Und zwar richtig, richtig stramm. Und wir haben auf jeden Fall die Gewissheit, dass hier nichts mehr absackt. Wir haben jetzt hier 574 und wir schneiden das Ding auf 575 mm. Und dann prügeln wir das hier rein. 575 mm. Ich denke, da oben sollte ein bisschen was sein. Die Frage ist nur, wie komme ich da hin? Die reicht. Wie es immer so ist, fehlen 20 cm. Es ist immer dasselbe Trauerspiel. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn da? Na nun, was haben wir denn da? Ich mag doch nur einen Knüppel haben. Meine Augen haben etwas erblickt. Hauklotz. Den bauen wir jetzt einfach um. Wenn ich Feuerholz brauche, überlege ich mir einfach was Neues. Hinein. Geh auf. Okay, das passt wirklich nicht. Oh Mann, ey. Ich habe die Stichsäge gefunden. Schauen wir mal, versuchen wir mal unser Glück. Das ist schon mal ganz gut. Da ging viel zu gut. Boah, ist der stark, ey. Haben wir geschafft. Und das Ding bolzen wir jetzt schön unter den Krümmling. Aufräumen kann er gleich wieder anders. Ey, und schon liegen wir hier einwandfrei auf der Stütze auf. Ich würde sagen, wir testen mal, was jetzt passiert, wenn wir Stützen ablassen. Im besten Fall passiert gar nichts. Guck mal, wir hören noch nicht mal ein Knacken. Boah, geil, ey. Ganz so barbarisch hätte der jetzt hier nicht sein müssen. Aber vom Klang her hörst du, der hat auf jeden Fall Druck. Ist natürlich klar. Wir haben das ganze Ding ja richtig nach oben geschubst. Und jetzt kriegt der natürlich hier von dem Krümmling richtig Druck nach unten. Und das hörst du. Ein Balken, der keinen Druck hat, der klingt anders. Der klingt eher hohl. Ich würde sagen, wir machen mal einen Probelauf. Also ich habe hier nichts mehr knacken gehört. Ich weiß ja nicht, wie es dir ging, aber da war wenig. Richtig, richtig geil. Das war auf jeden Fall ein maximaler Erfolg. Und damit das auch so bleibt, ziehen wir jetzt hier unsere Bolzen auch schon nach. Weil mir das Ganze aber noch ehrlich gesagt nicht reicht an Upgrades für diese alte Treppe, machen wir jetzt Folgendes noch. Wir verschrauben die Stoßtritte zu den Stufen. Natürlich bohren wir die vor und die bohren wir wieder hier mit der sensationellen geilen Bohrsenkkombi vor. Zip, zip, zip. Schrauben rein. Brip, brip, brip. Fertig. Das Ganze machen wir jetzt von unten nach oben. Und dann haben wir quasi eine neue Treppe. Worauf du auf jeden Fall meiner Meinung nach achten solltest, ist die richtige Schraubenwahl. Und zwar würde ich dir hier auf gar keinen Fall eine Schraube mit Schaft empfehlen. Denn in dem Schaft arbeitet nachher dein Stoßtritt wieder hin und her und wird wieder knarzen. Das heißt, nimm dir eine Schraube, die ein Vollgewinde hat
Und wie wir beim Nobelhobel im Video gelernt haben, sollte das Verhältnis immer ein Drittel, zwei Drittel sein. Also sprich, dein Stoßtritt hier ist 16 mm. Ich habe hier eine 40 mm Schraube. Heißt, die geht ein Drittel der Schraubenlänge durch den Stoßtritt und zwei Drittel der Schraubenlänge in die Stufe. Ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung das Video vom Nobelhobel mal. Könnt ihr mal gucken. Ist auf jeden Fall ein Thema, über das man mal nachdenken sollte. Das lief da wie am Schnürchen, würde ich sagen. Im Übrigen, wenn du Schlagschrauber benutzt zum Schrauben, würde ich dir immer hier so ein paar Schlagschrauberbits empfehlen. Denn die halten einfach länger auf dem Schlagschrauber. Die anderen brechen einfach viel zu einfach ab. Also wie geil. Mission schon wieder beendet. Sauber machen unterstützt mich immer, ganz klar. Peggy Perfect. Besser kann so ein Ergebnis überhaupt gar nicht sein, muss ich sagen. Es ist unfassbar. Hier knarzt nichts mehr, gar nichts mehr. Kurz zusammengefasst, was haben wir gemacht? Wir haben die Treppe im Treppenauge unter dem Krümmling unterstützt, beziehungsweise an den Treppen unterstützt, nach oben geschraubt. Alles wieder ausgerichtet, weil wir ja vorher festgestellt haben, die Stufen hängen hier fast 15 mm ab im Spickelbereich. Dann haben wir den Krümmling unterbaut, haben die Stützen wieder abgelassen und haben festgestellt, dass das schon richtig viel gebracht hat. Um das Ganze natürlich noch auf das nächste Level nach oben zu schießen, haben wir die Stoßtritte auch noch mit den Stufen verschraubt und das mit Schrauben ohne Schaft. Wie gesagt, Videolink vom Nobelhobel schreibe ich euch unten in die Videobeschreibung. Könnt ihr euch angucken, wann, wie, wo, welche Schraube benutzt wird. Ich würde sagen, so gut war die noch nie, hey, die Treppe. Wenn du dir also so eine Bude kaufst aus der Zeit und die Treppe knarzt oder du vielleicht einen Kunden hast, wo das der Fall ist, dann weißt du jetzt, wie es funktioniert. Schon krass, ne? Mit so einfachen Mitteln. Also, ich wünsche dir viel Erfolg beim Nachmachen und natürlich auch maximale Erfolge bei all deinen Samstagsprojekten. Mal gucken, was wir nächsten Samstag machen. Bis dahin, alles Gute. Ciao.